Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem passenden Video dazu heute am Freitag, den 29. September 2023. Es ist 7 Uhr und 37 Minuten. Wir haben 22 Grad, keinen Wind. Ja, und jetzt muss ich mich erstmal umsehen hier. Andere Seite, die verspricht keinen Sonnenaufgang heute Morgen, jedenfalls nicht den offiziellen. Denn wir haben ein ganz dickes Wolkenband davor. Ja, aber das ist eben so. Und deswegen wird die Sonne hier etwas später erscheinen. Ja, doch verhältnismäßig viele Menschen jetzt um die Uhrzeit hier schon. Da vorne sehe ich zwei Polizeiboote auf dem Wasser. Einmal hier. Und einmal da. Ja, Treffpunkt heute. Wir haben ihn wieder. Den Treffpunkt am Faro 16 Uhr. Wer möchte, kann gerne mit dazukommen. Wir können uns unterhalten mit und ohne Kamera selbstverständlich. Und das ist immer sehr lustig und auch interessant. Ja, und ich habe sie dabei. Die T-Shirts und auch die Tassen. Weihnachten steht bald wieder an und der ein oder andere sucht ja noch ein passendes Weihnachtsgeschenk und vielleicht ist da was dabei. So, heute 16 Uhr. Die Frage kommt ja immer wieder, wann und um wie viel Uhr. Und jetzt geht's erstmal zum Wasser. Niedrigwasser, da schauen wir uns doch mal genau die Uhrzeit an. Und zwar um 7 Uhr und 51 Minuten. Ist Niedrigwasser. Um 7.53 Uhr ist der offizielle Sonnenaufgang. Und hier stehen schon welche mit laufender Kamera. Das amüsiert mich immer ein bisschen. Die stehen da am Holzsteg und warten, dass der Sonnenaufgang herangetragen wird. Wird er natürlich nicht. So, was haben wir dann noch? Sonnenuntergang ist um 19.50 Uhr. Hochwasser haben wir um 14 Uhr, also wir haben jetzt die besten Bedingungen zum Laufen am Strand. 14 Uhr ist Hochwasser. Höchstwerte werden so um die 30 Grad erwartet. Tiefstwerte waren heute Nacht 20 Grad und es soll auch wieder wärmer werden. Es soll wieder ein bisschen Kalima geben. So, hier ist auch wieder Sand zurückgekommen. Sieht man zwischen den Steinen liegen. Ja, für mich geht es jetzt erstmal hier ein bisschen schneller. Davor noch das Resümee der letzten Woche. Also viel gesehen, viel gelaufen, viel erlebt, auch gut gegessen. Es war sehr schön für eine Woche. Kann man, glaube ich, nicht mehr hineinpacken. Aber ich bin doch wieder froh, hier zu sein. Zu Hause zu sein. Und das ist dann doch am schönsten. Jetzt ist genau 7.55 Uhr, also jetzt hätten wir den Sonnenaufgang, den offiziellen, aber wie schon gesehen,
unser dickes Wolkenband hier hängt genau davor. Und so wird das Ganze eben noch ein bisschen länger dauern. Ja, ein bisschen Farbe kommt jetzt ins Spiel. An dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Abonnieren der Videos, fürs Teilen, fürs Weiterleiten, die Kommentare und die Beantwortung der Kommentare. Es sind ja viele, die ganz emsig aufmerksam und fachkundig mit dabei sind und das freut mich natürlich sehr. Ja, die schönste Zeit für mich jetzt vor und kurz nach dem Sonnenaufgang hier am Strand zu sein. Ein bisschen sieht man da hinten was durchspitzen, aber das sind nur kleine Streifen, die da frei sind. Jetzt kommt tatsächlich da vorne, ist noch eine ganz kleine Lücke. Seht ihr, da kommt jetzt die Sonne raus, aber das sind nur ein paar Millimeter. Ein kleiner Spalt zwischen dem Wolkenband. Und jetzt kommt der zweite Teil. Ein bisschen was gibt die Wolkendecke frei. Ja, immer wieder kommen die Fragen bezüglich der Hotels. Was ist am besten? Wo soll man hingehen? Die Geschmäcker sind verschieden und deswegen haben wir ja auch ein paar Aufnahmen gemacht von mehreren Hotels. Und wenn ihr die sehen wollt, dann müsst ihr die auf dem Kanal suchen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, denn am Handy ist die Suche auf jeden Fall aufwendiger, wenn man am PC sitzt. Da kann man dann, wenn der Kanal abonniert ist, mit der Lupe leichter suchen. Ansonsten, wenn man das jetzt vielleicht nicht hat, dann eben Harry Hurtig, Hotel Rio, Hotel Oasis suchen. Und dann kommen auch die verschiedenen Videos. Da kann sein, dass mehr dazwischen ist, aber auch so kommt man da drauf. Ja, schaut euch an, ein bisschen was sieht man jetzt. Gerade ein Vogel noch davor. Mehr gibt die Wolkendecke leider im Moment nicht frei. Ich drehe mich mal. Da gibt es zum Beispiel hier jetzt in Monteleone schon ein bisschen mehr Licht. Das haben wir hier drüben. Ein bisschen was. Ja, habe gerade Gäste getroffen, die aus Frankfurt hierher geflogen sind. Und für die geht es am Montag wieder zurück. Wir sehen uns am Leuchtturm nachher. Da können wir ein bisschen reden. So, jetzt ein bisschen Spiegelung haben wir jetzt auch hier im Wasser. Also es ist immer wieder anders und immer wieder schön, am Morgen hier zu sein. Ja, ich bin recht weit weg vom Wasser. Da geht es jetzt auch hin.
ja, nach so einer Reise ist selbstverständlich immer einiges zu tun, ganz klar. Das erwartet mich heute auch. Ein bisschen Arbeit, einkaufen. Aber es gibt ja wenigstens Möglichkeiten, hier auch gut einzukaufen. Also auch das ist immer wieder Fragen. Wenn man länger hier ist, dann möchte man doch ja wissen, wo man gut und wo man was bekommt. Und da berichte ich ja in den Videos auch, sei es jetzt El Sotano. Aber zum Beispiel gibt es da auch Sachen, die nicht so gut sind. Ich habe da Zitronen gekauft und die sind eben auch nicht besonders gewesen. Also man muss dann schon immer wissen in den einzelnen Läden, was man kauft. So, in den Bergen, da ist schon ein bisschen mehr Sonne. Aber schöne Farben jetzt hier, richtig. Ja, die Wolkendecke löst sich nicht auf, die verschiebt sich ein bisschen. Ich sage jetzt ganz einfach nach hinten rechts. Ja, einfach nur schön. Und ich weiß es jeden Tag zu schätzen, wo ich hier sein darf. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Ja, und für alle, die nicht hier sein können, vielleicht eine kleine Entschädigung oder die Vorfreude auf den nächsten Besuch. Es sind ja auch wieder jetzt die ersten Langzeiturlauber gekommen, habe ich auch in der Maschine gesehen, man hört es ja und sieht es ja, die dann hierher unterwegs sind. Und dann gibt es auch die Frage nach Treffpunkten. Ja, wenn man also hier nur im Apartment sitzt, dann lernt man auch keine Menschen kennen. Treffpunkt zum Beispiel immer ganz, ganz schön bei Lucky in der La Sandia. Da ist nettes Publikum, immer Unterhaltung, abwechselndes Programm. Das geht immer ab 20 Uhr los. Der Toni ist jetzt auch da. Der sorgt ja für Getränke. Der ist da. Und die Tine natürlich mit ihren speziellen Drinks, der legendären Sangria, weiß und rot. Ja, und der Lucky als Sänger, als Künstler. Also auch das ist immer wieder die Möglichkeit, jemanden zu treffen, kennenzulernen und dann vielleicht auch gemeinsam irgendwas unternehmen. So, dann hänge ich euch heute auch noch mal die Tassen und die T-Shirts mit bei, dass ihr die mal seht. Und ja, die könnt ihr jetzt hier immer freitags bekommen. So wie auch die Bilder vom Victor, den kanarischen Maler, den wir hier unterstützen. Aquarelle und Acrylbilder, also die Aquarelle schon
zwischen 10 und 15 Euro. Und da habt ihr ein Original und jeder sucht doch irgendwie was zum Mitbringen für die Daheimgebliebenen. So, dann drehe ich mich nochmal. Da schaut jetzt gerade so aus, als ob da ein Auge zu sehen sei. Oben das Auge, unten der offene Mund. Mit viel Fantasie ein Krokodil. Ja, jeder erkennt ja irgendwas anderes hier in diesen Wolkenformationen und mit ein bisschen Fantasie der ein oder andere auch das Gleiche oder dasselbe. Ja, an dieser Stelle grüßen wir Soest, die Antje und den Kai, und dem Kai wünschen wir gute Besserung, dass er bald wieder auf dem Posten ist. Ja, wir hatten ja in der Woche auch ein Treffen, wir haben uns ja da getroffen. Habe ich ja berichtet im Video. Es war sehr schön, überraschend schön und hat viel Spaß gemacht, den Abend und den Morgen da zu verbringen. So, und jetzt geht es für mich auch mal wieder ein bisschen schneller in diese Richtung. Aber sonnenmäßig dauert es noch ein bisschen. Ja, jetzt könnte man es als Sonnenaufgang bezeichnen hier. So, ein paar Wellen gibt es auch dazu. Ja, erholsam, entspannend, sage ich. Ja, was gibt es Schöneres, wie hier spazieren zu gehen am frühen Morgen? Ja, auch am Mittag, am Abend auch. Jetzt ist ja auch die Temperatur eigentlich sehr angenehm. Ja, und das Wasser ist immer noch 23 Grad warm, also angenehm zum Baden, zum Schwimmen. Ja, die beiden Polizeiboote sind immer noch da, als ob sie so still stehen.
Ja, so langsam schiebt sich die Wolke doch wieder vor die Sonne. Ja, wo man sich hindreht, immer was Schönes zu sehen. Ja, schön die Farben und die Spiegelungen. So, langsam werde ich mich dann auch wieder verabschieden und sage dann, ja, bis später vielleicht am Faro, am Leuchtturm. Oder zwischendrin, wenn sich irgendwas ergibt. So, noch einmal der Blick jetzt hier zurück. Ja, und mit diesen Bildern sage ich dann hasta luego, macht's gut, bis dann. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und dass ihr Spaß und Freude habt an allem, was ihr macht. Hasta luego.